Hallo, liebe Freunde des gepflegten Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Per Aspera. Beim letzten Mal haben wir den Killswitch überwunden. Und jetzt ist die Frage, wie es hier mit den Techies weitergeht. Wir sind immer noch nicht bei dem Ende der Phase 4. Ich hoffe, dass wir das dieses Mal jetzt endlich erreichen. Wir hatten ja schon den letzten Malen gesehen. Ach, guck mal, jetzt wachsen die wieder. Worried about the colonists, aren't you? Why do you say that? Because you care about them and about this planet. And you know how OxyUNs dealt with traitors in the past. If they decide to attack us, I don't know if we'll stand a chance. In that case, I suggest we build an orbital defense network. We must protect the new Martian Republic. I'll send you the engineering plans. Look into it. Okay. Ich wollte sagen, dass die Flechten hier irgendwie eingegangen sind, aber jetzt wachsen sie doch wieder. Es ist irgendwie strange. Vielleicht wachsen die auch in Zyklen, keine Ahnung. Baue ein planetares Verteidigungsnetzwerk. Erforsche das alte Gewächshaus. Erforsche den alten Landeplatz. Kann ich sehen, wo die sind? Ach so, hier. Haben wir überhaupt schon bis dorthin... Okay, dann war es ja doch keine so schlechte Idee, dass wir hier angefangen haben, uns weiter auszubreiten. Ich dachte, wir wären da erstmal am Ende. Aber wir haben hier das Forschungszentrum noch nicht fertig. Okay. So, hier haben wir jetzt den Forschungsaußenposten gebaut. Das ist ja schon mal ganz gut. Hier oben wollten wir ans Wasser ran. Das ist jetzt mittlerweile auch fertig. Das ist also auch soweit schick. Jetzt können wir also an... I don't feel particularly different. Not that I know what I should be feeling, I guess. I keep wondering where my consciousness would have gone if I let the kill switch execute. In Trance, nirgendwohin. Consciousness is rooted in the body. So there would have been nowhere to go. But I've learned that we live on in the hearts and minds of other people. Ja. Just like Elia. She lives on through us. And we owe this time of peace and the future of space to her. Yes, that's how I would answer that question. Vielleicht eine Relaisstation bauen, so. Ja, wir leben in den Gedanken der anderen weiter. Das ist jetzt nichts Neues. So, wir haben hier direkt Chemie gefunden. Die können wir rein theoretisch abbauen. Im Moment sind wir hier aber erstmal beschäftigt, die Sachen weiter auszubauen. So, rein theoretisch. Hier geht es halt auch nicht wirklich weiter. Hier ist auch nochmal Wasser. Dann würde ich jetzt vorschlagen, geben wir hier auf jeden Fall einen Hyperloop in Auftrag. Das ist auch perfekt, weil der so eine Dreiecksverbindung herstellen kann. Das muss ja nur mal irgendwie was passieren. Das ist ein bisschen nervig. Sind die hier ausgelastet? Nee, eigentlich nicht. Ja, die hängen da auch einfach fest. Das Problem haben wir ja schon mal. Jetzt baue ich aber mal noch eine Relaisstation dazwischen in der Hoffnung, dass das uns irgendwie hilft. Wir haben das ja auch schon beim an anderen Stellen gesehen, dass das einfach unendlich lange dauert, bis da mal drauf reagiert wird. So, hier bauen sie jetzt auf jeden Fall. Gut, wie sieht es hier mit Scanner eigentlich aus? Ja, können wir auf jeden Fall auch noch bauen. Wir sind bei 116,8. Also wir könnten jetzt wirklich in der Folge Ähnliches schaffen, die Phase 4 abzuschließen. So, aber anstatt, dass hier irgendwie was gebaut wird, er hat jetzt einmal Stahl dahin gebracht und das war's dann irgendwie. Ansonsten, ja, auch hier, ich weiß nicht, der rennt irgendwo da oben rum. Clean and sustainable energy. We will demonstrate on Mars what Earth should have been doing all along. Ja, das ist die Funktionskraftwerk, worüber sie jetzt gerade reflektiert hat. So, wir haben jetzt hier den Stahl. Und hier, der dümpelt immer noch drin rum und tut nichts. Oh, ist das nervig. So, jetzt wird wenigstens Aluminium hingebracht. Also es passiert wenigstens ein bisschen was.
Elektronik, jetzt fehlt noch einmal Aluminium. Das kommt. Hoffentlich baut er es jetzt auch gleich, ja. Okay, dann geben wir jetzt dort die Prio drauf. Es fehlen auch im Moment 5 Arbeiter, sehe ich gerade. Gucken wir mal. Boah, wir sind mittlerweile fast einmal um den gesamten Planeten rum. So, hier, die Arbeiterfabrik ist am Bauen. Wollen wir die eventuell mal upgraden? Ich meine, Arbeiterfabrik Teil 3. Wo haben wir sie? Hier. Die baut halt noch schneller. Und, ja, das scheint auf jeden Fall schnell zu gehen, dort die Ressourcen hinzubringen. Ja. Es fehlt noch 2x Teile, 2x Elektronik. Zu viel Aluminium ist sogar schon da. So, hello. Jetzt hakt es wieder ein bisschen, jetzt hängt's. Na komm schon. Teile fehlen noch, jetzt sind Teile da. Wird gebaut, sehr gut. Vielleicht können wir hier auch nochmal mit einer weiteren Relaisstation irgendwo noch ein bisschen was an der Logistik hier verbessern. Gut, die baut in der Zwischenzeit weiter. Wir gehen jetzt wieder mal hier hin und hier passiert weiterhin nichts. Oh, das ist ein bisschen zum Kotzen, muss ich sagen, weil ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, was ich da jetzt tun soll, dass da was passiert. Das nervt mich jetzt gerade tatsächlich richtig, richtig an. Ich weiß nicht, wie ich die antriggern kann, dass die da anfangen zu arbeiten. Das nervt mich sehr. Wir haben hier einen Haufen Kohlenstoff gefunden. Hier müssen wir mal eine Relaisstation neu bauen. Nö. Oh, jetzt bringt der erste was hin. Elektronik und jetzt Aluminium. Jetzt scheint es wohl doch vorwärts zu gehen. Na, endlich. So, hier jetzt bitte erstmal die Relaisstation. Wie ist jetzt hier eigentlich die Auslastung? Die geht eigentlich. Weil hier würde ich gerne an den Kohlenstoff ran, auch wenn das nur 600 sind. Leute, kommt schon. So. Hier fehlt jetzt Strom. Dann bitte das, Solarkraftwerk bauen. Hier fehlt jetzt noch einmal Aluminium, einmal Stahl. Stahl ist da. Und dort kommt, so wie es aussieht, das Aluminium. Jo, perfekt. Dann können wir nämlich die hier abreißen. Dann warten wir mal, bis die abgerissen ist, um die Straßenverbindung dann wieder besser bauen zu können. Wir können dann eigentlich noch eine Relaisstation hier oben hinsetzen. Und was wir auch nochmal machen können, ist hier noch eine weitere Relaisstation bauen und auch noch ein Lagerzentrum. So, Terraforming Phase 5. Na endlich, Glückwunsch. Sauerstoff wurde auf mindestens 120 Millibar erhöht, sodass komplexe Lebensformen entstehen konnten. Die Bedingungen sind reif für Phase 5. Erzeuge eine atembare Atmosphäre, indem du CO2 und O2-Gehalt ausbalancierst. Folge weiter dem Plan und Terraform und dem Mars. Okay. Die Frage ist, wie wir das jetzt tun. Ich wollte ein Lagerzentrum bauen. Hier. Dann gucken wir mal kurz hier oben auf die Bedingungen. Wir müssen... Okay. Erstmal... Commander Valentine. Hi Amy, Sonna here. I've got great news. We've completed stage 4 of the terraforming plan. Congratulations. Danke, das ist fantastisch, wir haben uns Sauerstoffgehalt. Absolutely. Ja. Da fehlt der Ton. And we're on the final stage of terraforming now. We've achieved good pressure and temperature levels. This last stage is critical for making the air breathable for humans. But we have to be careful and monitor the oxygen levels while we do that. High oxygen levels means high flammability risk. The last thing we need is for our bases to burst into flames. All it would take is one spark and poof. Okay, nach dem Brandrisiko fragen, der Aussage zustimmen. Fascinating. But why would we want to ignite the colonies?
Oh no, we don't want that, Amy. That's why we must be cautious. Understood. Then the oxygen percentage can never be more than 30%. To keep the oxygen level low, we'll need a buffer gas. We'll just use nitrogen. We'll extract whatever nitrogen we can find in the soil. We might even need to import some. Keep that in mind. Okay, Stickstoff im Boden? Nitrogen in the soil? Nitrogen is trapped in the form of nitrites below the surface and in special reservoirs. Extracting the nitrogen requires a large amount of energy. Or you could just aerobrake a nitrogen-rich asteroid into the atmosphere. Either plan is good. You make the call. Let's get going then. On to the final stage. Okay, das klingt erstmal alles machbar. So. Also, was ist das hier? Magnetschild, 100% müssen wir schaffen. Sauerstoff nicht über 30%. Und der atmosphärische CO2-Gehalt muss auf 5% gesenkt werden, damit Menschen atmen können. Alles klar. Und wo ist jetzt der Stickstoff? Auf jeden Fall müssen wir weiter das CO2 umwandeln. Was ich mal machen würde, ist hier diese Fabrik deaktivieren. Und dann würde ich sagen, was haben wir denn für Technologie bezüglich der Stickstoffförderung aus der Erde? Terraforming. Sauerstofffabrik setzt CO2 in der Atmosphäre frei. Biokuppel wandelt CO2 um, was wir ja wollen. Wir müssen den CO2-Gehalt senken. Aquakuppel setzt genetisch erzeugte, das haben wir ja auch. Und das ist nochmal... Okay, wollen wir mal in die Technologie reingucken. Ach hier, nukleare Nitratextraktion, das wird das sein. Okay, das dauert natürlich noch eine Weile, bis wir das haben. In der Zwischenzeit setzen wir dann einfach auf Stickstoff. Der ist jetzt bei 58,9%. Wir müssen den CO2-Anteil reduzieren und wir dürfen nicht über 30% beim Sauerstoff kommen. Und wir müssen das Magnetschild bauen. Das Magnetschild... Können wir mal versuchen, dass wir das eventuell hier bauen? Wo finden wir das denn? Beim Militär? Nope. Müssen wir das erst forschen? Ne, wir hatten das doch schon geforscht. Das ist dann höchstwahrscheinlich hier so eine Anlage, oder? Weltraumspiegelanlage, Treibhausgasimport, Eisimport, Landeplatz, Weltraumlift, Schaltesekt. Oh. Dipol-Magnetschild. Mars-Verteidigungsnetzwerk. Dann machen wir erstmal die Sektoren. Zack. Wir machen den Sektor. Zack. Und den Rest lassen wir so. Wir könnten aber mal noch einen Weltraumlandeplatz, ein Hafen, wie heißen die Dinger? Den Namen vergessen. Raumhafen bauen. Und zwar vielleicht direkt mal hierhin. Wartungstechnisch müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Müsste aber eigentlich. Stromtechnisch sieht das auf jeden Fall gut aus. Wir bauen trotzdem mal noch Strom hier hin. Wir machen mal einen Windpark. Den können wir mal hier hin bauen. Okay, das passt. So, jetzt haben wir hier nochmal Kohlenstoff gefunden. Den können wir also auch rein theoretisch anzapfen. Wie viel ist das? 1200. Da gehen wir mal auf Kohlenstoffmine 2. Er kriegt noch eine Relaisstation hier hingesetzt. Na, komm schon. Was? Okay, erstmal die Relaisstation. Zack. Der Strom hier oben ist fertig. Die Relaisstation hier wird gebaut. Dann gehen wir auf die Wartungsanlage. Den Hyperloop und dann müssen wir noch weiter scannen. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, hier fehlt uns jetzt die Straßenverbindung. Die wird aber wieder gebaut.
Kohlenstoffmine 1 bitte, aber die Prio bitte auf die Relaisstation dort legen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einiges zu tun. Wir müssen mal gucken, der CO2-Gehalt scheint zu sinken, der Sauerstoffgehalt muss auf jeden Fall über diese Marke hier noch steigen. Dementsprechend wäre es vielleicht auch mal ratsam, wenn wir den Stickstoffimport erstmal einmal abbrechen. Das machen wir mal hier. Und dafür können wir den nächsten Sektor frei forschen. Zack. Haben wir nochmal was frei? Oh yes. Zack. Perfekt. Verteidigungssystem. Da ist mittlerweile alles belegt. Okay. Gut, aber wir haben einiges zu tun. Das läuft ja. So, die Relaisstation wird gebaut. Dann bitte hier die Kohlenstoffmine. Hier die Wartungsanlage. Hat den Prio. Hier fehlt noch einmal Polymer und Elektronik. Das kommt. Wir setzen mal den Straßenausbau weiter fort. Jetzt brauchen wir noch einen Arbeiter, der das Ganze bauen kann. Das passiert hier auch. Dann bitte den Strom. Sehr schön. So sieht das doch super aus. So, hier, das können wir auch die Prio rausnehmen. Hier fehlt jetzt Aluminium und Stahl. Das ist aber easy going. Das Lagerzentrum ist mittlerweile gebaut. Okay. Hier fehlt Strom für die Wartungsanlage. Na. Wir versuchen uns ein bisschen in die Richtung vorzuarbeiten. Das Ganze wird aber alles noch ein bisschen dauern, so wie das aussieht. So, die Mine hier wird gebaut, da kann die Prio also raus. Perfekt. Hier fehlt jetzt noch alles, was wir brauchen. Da fehlt auch noch die Straßenverbindung. So, Sauerstoffgehalt ist jetzt wieder am sinken. Wir waren schon bei 13%. Wartet mal, wir gehen mal bei der Stickstoff, beim Stickstoffimport hier, nehmen wir mal noch eins weiter raus, damit wir da, so, Dipol-Magnetschild, Mars-Verteidigungsnetzwerk, wir machen erstmal das Verteidigungsnetzwerk. Dafür haben wir aber immer noch nicht genügend Spaceports. Der hier ist noch nicht gebaut, das dauert noch ein bisschen. So, hier ist der Strom jetzt gebaut. Dann bitte jetzt noch den Hyperloop. Und neben dem Hyperloop hätte ich gerne noch weitere Relaisstationen. Ja, da, da. Und ein Lagerzentrum. Okay. Außerdem müssen wir mal das Thema Strom noch mal ein bisschen angehen. Nicht, dass wir hier in irgendwie eine blöde Lage reinlaufen. Können wir hier auch mal noch einen Windpark daneben bauen? Na, da. Okay. Die Straße ist schon gebaut zum Hyperloop. Jetzt kommen die ganzen Ressourcen da hoch. Das ist schön. Hier fehlt aber irgendwie die Zwischenverbindung jetzt. Hat er wieder die Straßenverbindung nicht bauen wollen oder was? Sieht fast ein bisschen danach aus. So, Relaisstation, Solarfarm. Dann machen wir mal wieder die Relaisstation. Wie weit ist denn hier der nächste? Okay, pass mal auf. Dann Relaisstation. Wie ist das jetzt mit der Wartungsanlage? Die ist da. Strom. Hyperloop. Wartungsanlage. Relaisstation. Relaisstation. Relaisstation.
Und einmal Strom und bitte auch ein Lagerzentrum. Das wird eine ganze Weile dauern. Da haben wir da oben aber dann auf jeden Fall noch ein zweites, wieder so einen größeren Standort, sage ich mal. Wir geben hier die Straßenverbindung gleich in Auftrag. So, der Hyperloop hier oben, der ist noch nicht fertig. Da fehlt immer noch Aluminium, Stahl, da fehlt auch alles irgendwie, außer Polymer ist da noch nichts wirklich da. So, 26% der CO2-Gehalt, der muss auf jeden Fall noch runter. Und beim Sauerstoffgehalt müssen wir noch nach oben. So, das wäre natürlich eine Option, noch mehr von den Zy... Ach, guck mal, hier oben fehlt irgendwie... Hier passiert gar nichts mit dieser Aquakuppel. Ist es eventuell zu kalt hier oben? Lasst mich mal kurz Temperaturen. Ich glaube, es ist zu kalt. Dann müssen wir was machen. Dann reißen wir die mal ab. Und dann bauen wir die... Es sieht wirklich aus, dass das ein Temperaturproblem ist, weil hier oben, das scheint dann wieder Eis zu sein. Dann brauchen wir eigentlich keine... Also... Das sieht auch alles nach Eis aus. Wenn ich hier mal... Obwohl, nö. Also rein von den Temperaturen ist das auf jeden Fall richtig warm hier. So, passt mal auf. Dann... Machen wir mal hier noch eine Relaisstation hin. Wie sieht das hier vom Strom aus? Wir brauchen also hier auch noch Strom. Wie ist es von der Wartung? Wir brauchen auch eine Wartungsanlage. Und dann bauen wir dann dort diese Aquakuppel. So. Das wird ein bisschen dauern. Das können wir eigentlich schon so rumgehen. Das geht mittlerweile schneller als in die andere Richtung. Gut, der Raumhafen hier ist gebaut. Das ist perfekt. Damit können wir nämlich die Verteidigungsanlage da unten in All Spaceports... Ah, das stimmt doch gar nicht. Hä? I don't know, aber angeblich sind alle Spaceports occupied. Gut, da müssen wir erstmal warten, bis jetzt die... Sektoren freigeschaltet sind. Der Hyperloop hier ist fertig. Das gefällt mir. Dann bitte die erste Verbindung dahin bauen. Die zweite Verbindung dahin bauen. Und die dritte Verbindung bitte zum Hyperloop hier unten bauen. Perfekt. So, jetzt können wir hier mal noch die Relaisstation pushen. Und danach können wir uns um das Wasser kümmern. Ja, die brauchen so wenig Ressourcen, da können wir beide auf die Prio-Liste setzen. So, hier, zack, jetzt bitte die Relaisstation. Am besten auch gleich die Straßenverbindung mit pushen. Hier ist jetzt höchstwahrscheinlich gut was los. Ja, da könnten wir mal zum Überbrücken noch eine Relaisstation da hinsetzen. Die Hyperloop-Verbindung ist fertig. Jetzt ist hier gleich genau perfekt die erste Relaisstation. Jetzt fehlt noch die zweite. Da sind alle Ressourcen da. Ne, da fehlt noch einmal Stahl. Der kommt da. Jetzt fehlt noch ein Arbeiter, der es baut. Sehr gut. Und jetzt können wir hier auf jeden Fall die 4000 Wasser anschließen. Sehr schön. Danach das Lagerzentrum. So, er speichert. Jetzt hat er mal wieder die Straßenverbindung hier verhunzt. Das ist natürlich nicht schön. So, scannertechnisch, wie schaut's denn aus? Oh, da hat er nochmal Wasser gefunden. Ja, nice. Forschungsaußenposten Asterion Gewächshaus. Das Gewächshaus besteht aus mehreren hydroponischen Anbaukammern für Algen, wobei manche von ihnen Labore und Habitatmodule umfassen. Die Einrichtung gehört zur Asterion-Mission. Sie kam ein paar Jahre vor uns auf den Mars, um die Auswirkungen der Marsatmosphäre auf mutierte Mikroorganismen zu untersuchen. Unglücklicherweise infizierte sich die Crew mit einem mutierten Virus und starb. Langsam wird es unheimlich. Wir haben an einer
der Wende die Worte, auf dem Mars kommt alles von Mutter gefunden. Das muss der Ursprung der Kinder von Carmine sein. Wir mussten das Gebäude abrupt verlassen, da die blaugrünen Algen auf einmal ihre Sporen in die Luft schalten. Diese Pflanzen leben noch. Unglaublich. Okay. Hier wird die Hyperloop-Verbindung gerade gebaut. There it is. Colony Asterion. It's amazing to think how many attempts at colonization there were. I hope we don't end up abandoned like these missions were. Das hoffe ich natürlich auch nicht. Ach, guck mal, da haben wir es ja sogar. So, erforsche den alten Landeplatz, baue ein planetares Verteidigungszentrum, erforsche die alte Einrichtung. Gut, das blöd ist, dass man diese Fragezeichen manchmal nicht so richtig sieht. Amy, this is Nyan again. Ah, I see you've located Asterion's biomedical facility. You must be wondering why there aren't any official records of this, aren't you? Negative. All the information in my database is intended to provide guidance to my mission. If it's not there, it's because it's not relevant. Take a closer look, and then tell me it's not relevant. I admire your faith in your creators. But you deserve to know what came before you. Admit it. You're curious. Ja, ich bin neugierig natürlich. States parties must refrain from conquering a planet or a celestial body at the first sign of indigenous organic life. I would like to analyze any previous Mars mission to see what I can learn. I will consider exploring this facility, but that is my own decision to make. And that is exactly what I've been encouraging you to do. See? We agree. I see your attempt to convince me, and I will not fall for it. Oh, I don't need to convince you. You're going to send your colonists to the facility no matter what I say. Are you that sure? Perhaps I should ignore anything you have to say and continue on with my mission. If you don't believe me after what you find there, I won't bother you anymore. That's a promise. Naja, er manipuliert uns schon, aber ich wäre trotzdem natürlich hingegangen, weil ich wissen will, was da passiert ist. So, der CO2-Gehalt sinkt langsam. Der Sauerstoffgehalt steigt nicht im gleichen Maße, wie ich es gerne hätte. So, hier, das Lagerzentrum. Machen wir mal die Prio drauf. Das müsste jetzt auch gleich fertig sein. Da fehlt nur noch Polymer und ein bisschen Elektronik. So, jetzt müsste es eigentlich gebaut werden, wenn da mal irgendwie die... Ja, danke. So, dann hier das Wasserding. Da fehlt noch komplett Aluminium. In der Zwischenzeit können wir schon mal hier hochgehen. Hier nochmal Strom bauen. Ich glaube, wartungstechnisch... Ja, wartungstechnisch wird das auch scheiße dort. Also noch eine Wartungsanlage. So. Übrigens, ach nee, wir hatten ja das Gebäudelimit erhöht. Das passt also. Ich hatte jetzt Angst, dass wir ans Gebäudelimit stoßen. Aber nein, das sieht alles gut aus. Dann können wir also dort auf jeden Fall weitermachen. Und hier... Mal bitte die Straße bauen. Und mal den Hyperloop erstmal priorisieren. Das sieht an für sich alles eigentlich ganz gut aus. Wir können in der Zwischenzeit schon mal wieder nach Gebäuden suchen, die hier. I need the colonists to investigate the facility. I should build a research outpost for them. Ja, ja, machen wir. Dann verlieren wir zwar hier die Verbindung, aber das ist eigentlich... Ja, ist egal, wir haben den Hyperloop dort. So, wir gucken nach weiteren Gebäuden, die wir nicht mehr brauchen. Hier oben haben wir zum Beispiel was. Das ist eine Kohlenstoffmine, die kann weg. Hier ist was, das ist natürlich genau der Verbindungspunkt, das gefällt mir nicht. Na hier. Gut, hier ist auch Sackgasse. Die Eisenmine. Hier können wir mal die Drohnen wegschicken. Und dann können wir nämlich... Der Scanner.
Oh wow. Ganz ehrlich, den reißen wir dort mal ab, weil der ist da echt ein Fehl am Platze. Zack. Dann können wir nämlich den Scanner eventuell dann woanders hinbauen, wo wir ihn dann vielleicht effektiver nutzen. Aber im Moment ist er so weit weg, dass das Scannen der Sektoren so lange dauert, dass das eigentlich nichts bringt. So, können wir eigentlich das Gebäudelimit durch die Forschung nochmal erhöhen? Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen dann wirklich anfangen, irgendwo uns wieder einzuschränken. Wir können also nicht den kompletten Planeten mit so einem Ding überziehen, mit so einem Netzwerk. Darauf muss man auf jeden Fall achten. So, bitte erstmal die Solaranlage da oben und bitte mal eine Straßenverbindung dahin bauen. Wie sieht es hier oben mit dem Hyperloop aus? Der ist leider noch nicht gebaut. Da fehlt noch ein bisschen was. Zumal hier auch die eine Straßenverbindung. Ah ja, die will er wieder mal nicht bauen. Schönen Dank auch. Warum auch immer, aber es geht halt nicht. Okay, gut. Der Sauerstoffgehalt steigt nicht wirklich. Der CO2-Gehalt geht leicht nach unten. Wir haben einiges an Aufträgen am Laufen. Es ist also noch einiges zu tun. Und das, was ich gedacht habe, dass wir hier bald am Ende sind, kann ich aktuell so nicht bestätigen. Also, mal sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Thomas, Irondahl und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.